Wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, ist es überhaupt möglich, ohne Brille wieder perfekt sehen zu können, dann solltest du unbedingt bis zum Ende dieses Videos hier dranbleiben. Denn tatsächlich bekomme ich diese Frage sehr häufig gestellt. Funktioniert das Augentraining denn überhaupt? Kann ich es dann wirklich schaffen, meine Sehkraft so zu verbessern, dass ich schon bald keine Brille mehr benötige? Funktioniert das auch bei mir, ist eine ganz häufige Frage, und welche Übungen muss ich denn überhaupt konkret machen, damit es funktioniert? Und das ist an sich eine sehr, sehr einfache Frage, dennoch muss man diese einfache Frage etwas komplexer betrachten, denn grundsätzlich kann man sagen, 99% der Menschen können es wirklich schaffen, ihre Sehkraft zu verbessern. Ausgenommen sind, und jetzt kommen wir für den wichtigen Punkt, die vielleicht auch für dich relevant sind, als allererstes Leute mit einer Augenerkrankung. Also wenn jetzt jemand einen grauen oder grünen Star hat, das ist etwas, was irreparabel im Auge geschädigt wurde. Also du kannst es dir so vorstellen, wenn da eine Zelle kaputt ist, defekt ist, kannst du mal vergleichen mit deiner Hand, wenn da jetzt ein Finger weg ist, der ist halt für immer weg. Der wächst auch nicht mehr nach. Ja, und so musst du dir vorstellen, beim Auge ist das ähnlich. Da kann auch, wenn einmal was kaputt ist, nichts mehr repariert werden, auch mit Augentraining nicht, auch mit einer Brille nicht. Der zweite Punkt ist, da musst du dich auch fragen, möchtest du wirklich deine Sehkraft verbessern? Möchtest du wirklich deine Augengesundheit verbessern? Weil natürlich gehört da ein bisschen Energie und ein bisschen Arbeit mit rein. Wenn ich mich beim Fitnessstudio anmelde, reicht es nicht. Ich muss natürlich auch weiterhin jeden Tag dahin gehen oder regelmäßig dorthin gehen. Ja, ich muss dort einzelne Übungen machen und ich muss auch gezielt was machen. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Du musst wirklich eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung verfolgen, ja, wo wir genau dein Augenproblem fokussieren. Sicherlich kannst du dich hier auf meinen YouTube-Kanal umschauen. Da habe ich schon zu etlichen Themen, wirklich zu jedem Augenproblem, ein Video gemacht. Ob das nur eine Hornhautverkrümmung ist, ob das nur eine Kurzsichtigkeit ist, eine Weitsichtigkeit, eine Altersweitsichtigkeit. Ja, auch im Alter gibt es ja verschiedene andere Arten der Sehschwächen, wie man genau was machen muss. Da gibt es wirklich viele verschiedene Übungen, die ich hier schon hochgeladen habe. Aber wichtig ist, und das ist wie gesagt der dritte Punkt, man braucht wirklich eine richtige Anleitung, was man zuerst macht und was man als nächstes macht. Gehen wir mal von aus, du hast eine Hornhautverkrümmung und eine Kurzsichtigkeit. Um das ganz kurz nochmal zu erklären, bei einer Hornhautverkrümmung kannst du mehr oder weniger sowohl in der Nähe als auch im Fernbereich ja einigermaßen schlecht gucken. Ja? Also du siehst es nicht hundertprozentig klar, du siehst es auch nicht hundertprozentig schlecht. Bei einer Kurzsichtigkeit zum Beispiel kannst du im Nahbereich deutlich besser sehen und im Fernbereich deutlich weniger. Ja? Und je nachdem, wie hoch die Dioptrienzahl ist, kannst du halt nicht mehr so weit gucken. Ja? Und bei einer Hornhautverkrümmung ist, wie gesagt, so die Waage, da kannst du sowohl im Nahbereich als auch im Fernbereich nicht hundertprozentig scharf sehen. Aber es ist halt ein Unterschied zur Kurzsichtigkeit. So. Und wenn du jetzt loslegst, deine Sehkraft verbessern möchtest, ohne genau zu wissen, was für ein Augenproblem hast du, genau was für eine Reihenfolge musst du jetzt übereinhalten, kann es halt sein, dass es bei dir vielleicht nicht sofort funktioniert, weil du brauchst auf jeden Fall eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, denn du musst ja genau wissen, was machst du da überhaupt. Ja? In dem Fall zum Beispiel musst du immer damit anfangen, erst deine Hornhautverkrümmung wegzutrainieren und anschließend erst die Kurzsichtigkeit. Ja? Also wenn du jetzt anfängst, mit der Kurzsichtigkeit wegzutrainieren, wirst du wahrscheinlich keine so schnellen und so guten Fortschritte erzielen können. Wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast mit einem roten Faden, dann wirst du definitiv leichter dein Ziel erreichen, weg von der Brille hin zum klaren Sehen, als wenn du dir das versuchst, jetzt von alleine beizubringen und wirst dann irgendwann, zu Punkt 2 nochmal, zurückfallen auf deine Motivation, weil du dann irgendwann keine Fortschritte mehr spürst und hörst dann irgendwann auf. Ja? Und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Brille macht natürlich sehr bequem. Ja? Ich setze sie auf und kann sofort perfekt und klar sehen. Ja? Dass man natürlich ein bisschen Arbeit und Energie reinsetzen muss, dass man eben seine Sehkraft wieder verbessern kann und auch seine Augengesundheit auch ein bisschen darauf achtet, das ist enorm wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wir sitzen immer mehr vom PC, immer mehr vom Handy, haben demzufolge ganz andere Sehgewohnheiten wie vor ja, 20, 30 Jahren vielleicht noch. Ja? Und da kann es halt wirklich sein, dass in Zukunft dir größere Schwierigkeiten entstehen, wenn du eben jetzt nichts für deine Augen tust. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich wirklich darauf zu konzentrieren, deine Augengesundheit Schritt für Schritt zu verbessern. Und natürlich der positive Effekt ist da auch, dass du, wenn du jetzt eine 5, 6 Dioptrien hast, dass du langsam runterkommst von diesen hohen Dioptrien. Ja, wenn du jetzt innerhalb von einem Jahr versuchst, deine Brille wegzutrainieren, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer werden, aber mit der richtigen Anleitung wirst du es auf jeden Fall schaffen, 3, 4 Dioptrien weniger zu haben wie aktuell. Und dann könntest du auch schon mit einer deutlich dünneren Brille rumlaufen. Die würde es vielleicht leichter gehen im Alltag. Du könntest vielleicht auch mal die Brille weglassen, ja, nur wirklich dann nutzen, wenn du sie halt wirklich brauchst. Und je geringer deine Sehschwäche ist, desto leichter hast du es einfach im Leben. Und daher ist die Frage, kann ich wirklich meine Augen trainieren? Kann ich besser sehen ohne Brille? Ist das irgendwann mal möglich?
mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Natürlich ist es möglich, wie gesagt, wenn du diese Faktoren einhältst, dass du dauerhaft motiviert bist, dass du keine Augenkrankheit hast und natürlich, dass du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verfolgst, weil ansonsten ist das Training total sinnlos, wenn du nicht weißt, was du machst. Nur damit du auch mal siehst, dass es nicht nur bei mir funktioniert, sondern bei vielen unserer Teilnehmern, unserer Kunden, die ich betreut habe, teilweise im 1:1-Coaching, da möchte ich dir gerne noch mal ein, zwei Feedbacks zeigen. Wir kriegen wirklich so viel positives Feedback von euch, dass wir uns einfach auch nochmal an der Stelle bedanken wollen. Ihr könnt gerne nochmal auf unserer Webseite vorbeischauen. Dort findest du nochmal alle Videos zum Nachsehen, die ich dir gerade eingeblendet habe. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, gerne einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.